Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für ein Jahr Auszeit entschieden und versuchen in der Zeit die Welt um uns herum noch besser kennenzulernen. Kommt mit! Liebe Freunde der Sommerbühne, willkommen im neuen Video. Wir sind in Pamukkale, den Kalksteinterrassen der Türkei. Die gelten ja als Naturwunder und gehören auch zum Weltkulturerbe von UNESCO. Wir sind ganz gespannt, wie es uns gefällt. Wir waren schon Ende der 90er Jahre mit unseren Familien jeweils hier. Und ich war nicht hier. Ach, du warst nicht hier. Mit seiner Familie, aber ich mit meiner Familie, mit meinen Brüdern und meinen Eltern. Ganz liebe Grüße. Und ich habe sie auch noch in Erinnerung und bin gespannt, ob der weiße Glanz jetzt noch rüberkommt oder wieder rüberkommt. Mal schauen. Also in meinen Kindheitstagen erinnere ich mich, dass wir noch die natürlichen Bäcke entlang klettern durften. Dadurch, dass der Tourismus so zugenommen hat, haben sie jetzt die ursprünglich entstandenen Terrassen gesperrt, damit sie sich wieder erholen können und ihr natürliches Weiß zurückgewinnen. Sie haben sogar umliegende Hotels geschlossen und abgerissen, weil die damals einfach das natürliche Kaltwasser abgeleitet haben. Leute, lasst euch nicht von den Bildern auf YouTube oder Instagram täuschen. Hier ist ganz schön was los. Die Leute laufen alle barfuß. Und ein Tipp von mir, guckt nicht auf die Füße von den anderen Leuten. Weil ihr lauft genau da lang, wo die auch lang laufen. Und bei manchen Füßen, das wollt ihr nicht sehen. So, wie immer, ein kleines Fazit von uns. Also, Pamukkale, absoluter Touristenmagnet. War es aber auch schon früher. Ja. Und wie Annika schon gesagt hat, die schönen Ecken sind eigentlich gesperrt. Die Naturpools sind gesperrt. Jetzt sind so künstliche da irgendwie angelegt. Und ja, halt die sind Massen. Leider sehr kalt, die Becken. Massen an Leuten. Ich habe es mal bei Instagram gerade mal eingegeben, mal Pamukkale einfach. Und die Bilder gesehen, also die haben nichts mit der Realität zu tun, nicht täuschen lassen, so wie immer bei Social Media. Man kann sich's angucken, der Eintritt ist ziemlich hoch. Ne? Wir haben jetzt für uns 1600 Lira bezahlt. Genau, also 400 türkische Lira zahlt man Eintritt pro Person ab 8 Jahren. Man muss aber dazu sagen, man kann ja auch noch eine archäologische Seite betrachten, an Apollon-Tempel und Amphitheater. Genau, das gehört auch noch dazu. So, hallo Leute, wir sind immer noch in Illidemis und ich zeige euch mal kurz warum. Wir haben aber unseren Stellplatz gewechselt vom Campingplatz Aidede. Nachdem wir nun Strom aufgetankt hatten und alles ordentlich gemacht haben im Mobil, sind wir umgezogen direkt in die Strandnähe auf einen Parkplatz. Hier ist gestattet, kostenfrei zu stehen. Man steht hier neben einer Wasseraufbereitungsanlage und neben einem Stall
und zwar für die Polizeipferde. Man wird hier unheimlich geduldet, man kann sogar ein bisschen Frischwasser abzapfen. Ja, und hier stehen wir auch schon seit mehreren Nächten und zwar sehr ruhig. Selbst auf dem Campingplatz haben wir nicht so ruhig gestanden. So Leute, Henry und ich hatten ja noch eine Rechnung offen mit dem Butterfly Valley. Wir haben ja die Wanderung nicht geschafft. Ja. Wer das sehen möchte, der kann sich das vorherige Video angucken. Jetzt sind wir hierher gekommen mit dem Boot. Genau, wir sind von Ölüdenis aus mit dem Wassertaxi hergekommen. 20 Minuten gefahren, haben pro Person 250 türkische Lira bezahlt, haben aber auch natürlich auch gehandelt. Und jetzt machen wir den Beach unsicher. Der Eintritt für das Valley vom Strand aus kostet 15 türkische Lira und man kann also hier direkt reinlaufen und das Ziel ist der Wasserfall. Mal gucken, ob wir den finden. Und hier ist auch ein Campingplatz irgendwie, ne? Camping, genau. Glamping. Man kann hier schlafen und hat eine gigantische Optik hier. Nach 10 Nächten haben wir Ölüdenis jetzt verlassen, weil wir gesagt haben, wir müssen ja auch noch ein bisschen mehr von der Türkei sehen. Und uns wurde dieser Strand hier empfohlen. Wir sind jetzt am İztuzu Beach. Das ist der sogenannte Schildkröten-Beach. Hier sollen die Caretta-Schildkröten ihre Eier ablegen und eventuell haben wir doch das Glück, sie im Meer zu sehen.
Hier befindet sich auch das einzige Krankenhaus für Wasserschildkröten der Türkei. Ja, mal schauen, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Eventuell kommen wir morgen noch mal wieder, denn wir sind leider spät dran und hier gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwo zu stehen mit dem Camper. 20 Uhr schließen hier die Schranken rund um das Gebiet. Mal gucken, wie wir uns entscheiden. Ja Leute, das ist ja Isuzu Beach. Das ist ein richtiges Naturparadies und deswegen natürlich für Camper nicht so camperfreundlich, sag ich mal. Ab 20 Uhr müssen hier alle Leute, also nicht nur die Camper, auch die Leute, die hier Tagesgäste sind, weg. Man darf auch erst ab 8 Uhr wieder den Strand betreten, weil die Schildkröten hier quasi ihre Eier legen und ins Wasser laufen und so weiter und so fort. Und das muss man respektieren und da will man natürlich auch nicht stören. Also guckt man sich das hier am Tage an. Wir hatten gestern wenig Zeit am Isuzu Beach, es war ja schon so spät. Wir wollen dorthin unbedingt zurück und haben uns deswegen eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Ihr habt ja erfahren, dass hier in der Region es sehr schwer ist. Wir hatten aber Glück, 7 Kilometer entfernt vom Isuzu Beach befindet sich ein kleiner Campingplatz. Der ist an einem großen See gelegen. Der See wird gespeist durch das Meer. Wir haben hier auf dem Campingplatz ein ganz tolles Restaurant direkt am See. Wir haben einen Pool, das ist super schön für die Kinder. Was haben wir da noch? Einen kleinen Supermarkt. Ja, einen Supermarkt, fußläufig, genau. Und die Kosten? Ja, 200 türkische Lira pro Nacht als super fairer Preis inklusive Strom. Wir sind ganz glücklich. Ja. Also ein Paradies für Camper. Aber ich glaube, nur 5 bis 7 Wohnmobile haben hier Platz. Ja, hauptsächlich denke ich, sind hier für Apartments ist das Grundstück ausgelegt. Aber es ist auch ein Spielplatz da mit Trampolinen. Ja. Einfach geil. Richtig schöne Bergwelt und direkt am See. Freunde der Sommerbühne, die Türkei hält für uns Überraschungen bereit. Deswegen geht es für uns weiter. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund!